Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr mich auf meiner heutigen Tour hier begleiten wollt. Wir haben es aktuell noch minus 5 Grad hier heute Morgen im Münsterland. Aber die Sonne scheint. Ich habe mir erst gedacht, boah, bleibst du zu Hause, ist so kalt. Aber nee, wenn die Sonne scheint, da muss man raus, da zieht es mich auch raus. Da muss ich was unternehmen. Darum heute eine Radtour. Leider ohne Schnee. Der Schnee ist war ganz schnell wieder weggetaut letzte Woche. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem schönes Wetter zum Radeln. Und ich hoffe, das wird mit euch zusammen eine schöne Tour. Ja, wie gesagt, minus 5 Grad ist ein bisschen kalt. Ich habe mich ein bisschen vom Bild draußen leiten lassen, von der Sonne. Ich habe hier unterm Helm noch keine Mütze drunter. Aber das mache ich jetzt noch. Ich habe hier meine Winterunterziehmütze. Und dann wird es gleich ein bisschen wärmer an den Ohren. So ist das schon um einiges wärmer an den Ohren. Da macht es auch ein bisschen mehr Spaß hier, heute Morgen unterwegs zu sein bei den Temperaturen. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt den Stift Tilberg. Es ist eine Wohnanlage für Menschen mit geistigen Behinderungen, also Wohnanlage und auch Werkstätten. Und das Besondere ist da auch als ein Café. Da kann man super gut mal Pause machen, wenn man mit Natur hier, auf Natur hier unterwegs ist im Münsterland, hier in der Gegend, in den Baumbergen. Da gibt es selbst gerösteten Kaffee und lecker Kuchen, Frühstücksbuffet. Ja, wenn es geöffnet ist. Ne? Wenn mal wieder andere Zeiten sind, aber die kommen ja bestimmt. Aktuell ist das Ganze auch gesperrt, sonst wäre ich da mal durchgeradelt, hätte ich es mal gezeigt. Aber natürlich wegen Corona möchte man in solchen Bereichen natürlich keinen Publikumsverkehr haben. Da sieht man mal, wie gut so eine Actioncam heutzutage, also jetzt hier meine GoPro Hero 7, doch so Verwackelungen beim Fahren ausgleichen kann. Ja, weil das Fahrrad selber wackelt schon ganz schön, beziehungsweise die Kamera da oben. Und das Fahrrad natürlich auch und ich auch. Aber das Bild ist schön stabil. Gelegentlich bin ich mit dem Rad ja noch ein bisschen aufmerksamer unterwegs und da ist mir dieses Schild hier ins Auge gefallen. Dann wollen wir doch mal überprüfen, ob das hier auch wirklich so ist. Da habe ich jetzt natürlich schon eine gewisse Erwartungshaltung hier, wenn man schon am Ortseingang ein Schild aufstellt. Fahrradfreundliche Stadt. Da reicht ein Radweg ja nicht aus. Da muss schon ein bisschen was mehr kommen. Ne? Das ist nur ein Radweg jetzt hier. Ich habe mich jetzt hier im Ortskern von Buldern ein bisschen umgesehen, die Fahrradfreundlichkeit gesucht und ich habe auch was entdeckt und zwar hier diese Ladesäulen für E-Bikes, Pedelecs, Elektrofahrräder, wie auch immer man sie nennen möchte. Allerdings nur zu den Öffnungszeiten von dem Tabakwarengeschäft, was wohl auf einer Straßenseite hier ist und ist Sonntag. Das hat geschlossen und ich weiß auch gar nicht, ob das in Corona-Zeiten überhaupt geöffnet hat. Also E-Bike-Laden bitte nur während der Öffnungszeiten. Naja, eine fragwürdige Fahrradfreundlichkeit, wenn ihr mich jetzt hier fragt. Wer sonntags unterwegs ist mit dem E-Bike, hat dann offensichtlich ein Problem. Dann suchen wir hier jetzt mal weiter nach der ausgewiesenen Fahrradfreundlichkeit.
Also hier muss ich mit dem Rad auf der Straße durch die Unterführung. Ich bin aber auch echt nöckelig hier heute, ne? So erbsenzählerig. Ja, das Internat Schloss Buldern hier, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich hier vorbeikomme, weil meine Töchter, die sind ja mittlerweile auch schon erwachsen, die eine ist 17, die andere wird jetzt 19, das ist ja schon erwachsen. Als sie noch deutlich jünger waren, da wollten die unbedingt immer auf ein Internat, die dachten, da können sie mehr erleben, das haben wir natürlich in entsprechenden Mädchenfilmen dann auch so immer gesehen und vorgespielt bekommt. Die wollten aber unbedingt auf ein Internat und meine Freundin, ich muss da mal schlau gemacht, was das hier kosten würde. Das liegt so bei 20.000 Euro Schulgeld pro Kind pro Jahr und das ist nicht so ganz unsere Liga. Und darum haben wir es gelassen und sonst hätten wir es natürlich auch gelassen. Es ist mittlerweile 13.30 Uhr und die Spaziergängerdichte hier auf dem Sonntag hat schon massiv zugenommen. Ist ja gut verständlich. Schönes Wetter, sonnig. Bisschen frische Luft tut ja auch gut. Jetzt komme ich hier nach 33 Kilometern nach Senden an den Dortmund-Ems-Kanal. Und da bin ich mal schon gespannt, wie hoch die Spaziergängerdichte da gleich ist. Ich bin jetzt hier am Schloss in Senden angekommen und ich muss zugeben, ich bin schon öfter hier vorbeigeradelt, aber so nah wie heute war ich noch nicht dran. Und ich weiß auch gar nicht, ob man in Nicht-Corona-Zeiten das Schloss besichtigen darf. Da hängt ja noch ein Banner von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Es wird gerade wohl auch renoviert, Baucontainer da vorne. Sieht auch ein bisschen renovierungsbedürftig aus, aber das sehen so alte Gebäude ja öfter mal. Sind sie wahrscheinlich auch. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ab und zu bin ich hierbei gerade. Da hängen dann noch Schilder mit Ausstellungen und so weiter. Muss ich mal wiederkommen, wenn wieder alles auf hat. Ich weiß gar nicht, was mir lieber ist. Richtig gefrorener, glatter Boden oder aufgetauter, rutschiger. Nee, der gefrorene ist mir lieber. Wo ich jetzt gerade die ganzen Hühner sehe. Ich habe mir natürlich auch was zu essen mitgebracht heute hier, was ich mir noch zubereiten möchte. Da suche ich mir gleich ein schönes Plätzchen. Sonne scheint ja herrlich, kann man ja draußen was zubereiten. Ich freue mich, Mittagessen. Das sieht doch vielversprechend aus hier vorne.
das lädt doch praktisch dazu ein, hier Pause zu machen und was zu essen zu bereiten. Ich habe natürlich auch heute meinen Trangia wieder mit dabei. Heute brauche ich mal die Pfanne. Schneidewerk brauche ich nicht. Ich habe zu Hause schon geschnibbelt. So, mal gucken. Ne? Löffel daraus. Ja, was gibt's heute Leckeres? Ich habe mir zu Hause schon vorbereitet, habe schon mal geschnippelt. So eine Chorizo-Wurst. Die sind ja von Haus aus schon sehr würzig und auch sehr fettig. Das heißt, ich brauche nicht extra Öl mitnehmen, keine Gewürze mitnehmen. Also ein bisschen Gemüse dazu. Und ich habe hier noch, ich hoffe, die sind noch heile. Auch noch zwei Eier dabei. So ein bisschen mehr Power machen hier. So, wollen wir den Ofen mal ausschalten. Ups. So, das lasse ich mir jetzt hier fein schmecken. Und ihr seht schon, das Bild wird so ein bisschen orange an. Die Sonne geht bald schon wieder unter. Hm. Heute Morgen war ich so ein bisschen traurig. Ich wollte eigentlich schon zum Sonnenaufgang unterwegs sein. Wollte dann ja ein Stündchen später. Ist halt Sonntag, ich schlafe ja auch mal gerne lange. Muss ja in der Woche schon immer um 4:30 aufstehen. Und ja, jedenfalls dachte ich mir, hast du die schönen Aufnahmen beim Sonnenaufgang verpasst? Jetzt kriege ich halt Sonnenuntergangsaufnahmen. Man muss nur langsam genug radeln, dann geht das. So, jetzt aber guten Appetit, Raimund. Ja, und nu, da geht's nach Hause. Ja, ich bin mal mutig. Hoffentlich rächt sich das nicht. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass mal wieder ordentlich geregnet hat. Die Natur braucht Wasser. Da kann ja eigentlich nicht genug von kommen, obwohl auf einmal muss es ja auch nicht kommen. Immer schön portionsweise übers Jahr verteilt, wäre auch eine feine Sache. Was ich gerade festgestellt habe, als ich hier runtergefahren bin, dass meine Fahrradbremsen ganz schön quietschen und dass ich auch den Bremshebel ganz schön weit durchziehen muss, bis ich dann mal eine Wirkung habe. Also liebes Fahrrad, du kommst in die Inspektion. Frühlingsinspektion. Ich glaube, Ölwechsel müsste ich auch mal wieder machen. Der ist auch schon ein gutes Jahr her. Besonderheit hier in Bösensel auf dieser Radstrecke hier am Sportplatz ist, dass hier unten links lang geht es für Pferde. Mit dem Fahrrad kann man da auch lang, aber nicht so empfehlenswert, sehr wurzelhaltig. Man geht jetzt praktisch hier direkt
die Sportanlage. Der Radweg. Ich würde mal sagen, dass ich den sonnigen Sonntag heute sinnvoll genutzt habe. Die Sonne geht bald unter. War eine richtig schöne Tour. Und das mit dem Ölwechsel war ernst gemeint gerade. Ich habe natürlich kein Motoröl, ich habe ja auch kein Motorfahrrad, aber ich habe Getriebeöl. Ich habe ja die Shimano Alfine Schaltung und das ist halt ein Planetengetriebe, was im Ölbad läuft. Und dieses Öl muss auch regelmäßig gewechselt werden. Ich hatte dazu ja schon mal ein Video gemacht vor, ich glaube, 2 Jahren. Musste aber dann feststellen, dass ich da fachlich falsche Sachen gesagt habe. Und deswegen habe ich das Video dann damals wieder rausgenommen. Und darum gibt es jetzt Neues, habe ich mir gerade einfallen lassen. Dann sage ich euch auch, warum ich nicht das Original Shimano Öl nehme und was die Shimano Schaltung im Wesentlichen auch von der Rohloff Schaltung unterscheidet, die ja auch ein Planetengetriebe im Ölbad ist. Ja, aber das dann in dem Video zum Ölwechsel beim Fahrrad. Da hat es mir doch auf den letzten Metern hier gerade noch die Kamera, die GoPro vom Lenker gerissen. Ich zeige euch mal eben die Aufnahme. Ich weiß nicht, ob sie spektakulär geworden sind in dem Moment, wo sie gefallen ist. Gehalten wurde sie jedenfalls auch von meiner Mikrofonleitung. Ist doch gut, dass ich ein externes Mikrofon habe. Hier war die GoPro noch am Fahrrad. Sie baumelte noch. Ja, und hier ist sie gebrochen. Und das Ganze schwingt natürlich beim Fahren auch. Ist Kunststoff. Und dann irgendwann macht es mal Knack. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich mir sowas, glaube ich, aus Aluminium besorge. Schau mal, ob es das gibt. Und sonst halt vom Bekannten machen lasse. Der kann mit Metall, der wird mir auch sowas bauen. Bin ich mir ganz sicher. Ja, liebe Leute, ich bin zu Hause angekommen. Hier links ist mein Garten. Ich stehe praktisch so gut wie vor der Haustür. Jetzt halt mich von euch zu verabschieden. Zum einen möchte ich mich nochmal bedanken. Nach meinem letzten Video hatte ich euch ja gefragt, wie euch das gefällt, mit oder ohne Musik. Viele haben mir eine Antwort gegeben. Dafür bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, habe mich gefreut und deswegen habt ihr jetzt auch schon gemerkt, weniger Musik, nicht so laute Musik in den Filmen. Ja, wie schon gerade angekündigt, das nächste wird dann wohl mein Ölwechselvideo werden. Ich radel jetzt nach Hause, die Sonne geht unter, ich wärme die Füße auf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, kommentiert mir das doch bitte. Lasst mir einen Daumen nach oben da und wenn noch nicht, hat den Kanal natürlich abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Swobo. Tschüss.